Uber aufwachen, Auftritt. Komm. Was? Was? Wir hatten gerade einen Auftritt wegen der Semja Choreo Theater und wir wissen noch nicht, ob wir gewonnen haben. Es sind ein paar Sachen schief gegangen. Technik hat wieder mal verkackt. Ein Lied fehlte. Ein Lied ist komischerweise zu viel eingespielt worden. Jetzt haben wir zur Eröffnung der Preisverleihung vom Jugendkulturpreis sind wir der Eröffnungsakt. Also wir sind die erste Person, die da auftreten. Ja, wir werden alles zerstören. Das steht schon mal fest. Ja, bis dahin. Bleibt geschmeidig. I'd like to return to the classic.
haben gerade gesagt, wir haben drei Preise. Und ein der zwei mit 1.050 Euro dotierten zweiten Preise für Investitionen in die kulturpädagogische Arbeit erhält die Landesarbeitsgemeinschaft Kunst und Medien NRW für das Medienprojekt Querblick e.V. und Sunrise Jugendtreff und Beratung in Dortmund. Ja, ich habe die große Freude, einen weiteren zweiten Preis ankündigen und dann auch entsprechend ehren zu dürfen. Den zweiten mit 1.750 Euro dotierten Preis zur Investition in die kulturpädagogische Praxis erhalten. Ich mache es nicht so spannend. Charlotte Arndt und die Lara Bastinci sowie das Schlossab-Ensemble am Haus der Jugend in Barmen für das Projekt Facet 10. Alle gewartet haben. Die Verleihung des ersten Platzes beim Jugendkulturpreis. Und zwar begrüßen wir dafür auf der Bühne Jugendministerin Christina Kampmann. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt da sein darf und dass ich gleich den ersten Preis verkünden darf. Der erste Preis ist mit 3.000 Euro dotiert. Ich finde, das ist schon ganz schön viel. Der erste Preis zur Investition in die kulturpädagogische Praxis. Und diesen Preis erhält der Krea-Jugend. Wow! Vorenthalten. Die Jury sagt, äußerst engagiert hat sich der Krea Jugendclub. Danke.